Naja, also zu den Stärken gehört mit Sicherheit, dass sie ja, eine gewisse Handlungsschnelligkeit haben, technisch sehr, sehr gut sind, aber auch kompromisslos und sehr athletisch spielen können und auch sehr körperbetont spielen können. Und ja, da eine gute Mischung finden und dadurch natürlich sehr unangenehm zu bespielen sind und ja, dementsprechend natürlich auch Nyon und Wolfsburg aus dem Wettbewerb ja, gestoßen haben und jetzt im Finale spielen. Und ja, zu den Schwächen, die gucken wir uns heute Abend nochmal in einer Mannschaftsbesprechung an, in einer Videoanalyse und werden die jetzt hier nicht verraten. Ja, wir wissen um ihre Qualitäten, aber ich denke, dass Paris allgemein einen sehr, sehr starken Kader hat und auch andere sehr starke Spielerinnen in Reihen haben. Und deswegen ja, wissen wir auch um die Qualitäten der anderen und werden uns jetzt natürlich nicht nur auf Lira fokussieren.